So, dann herzlich willkommen zum, ja, zur Weekend Edition. Ich habe aber gewusst, dass ich eben heute nicht am Rechner sitze, deswegen habe ich das Video erst heute Abend, also erst jetzt gemacht, da ja Amerika gehandelt hat und Deutschland überhaupt nicht. Und da gab es ja auch heute Morgen gleich, heute Nacht, kleine Verwerfungen, die Indizes, also US-Futures, nicht besonders sehr negativ eröffnet, aber eine negative Eröffnung. Der DAX hat mit runtergezogen. Die ganzen, ja, es war also wirklich nur die ersten 2 Minuten, wo es kräftig nach unten ging. Und dann sind die US-Futures, Nasdaq und Dow Jones-Futures sukzessive angestiegen und ab Börsenhandel, ich schaue gerade nochmal, ja, ab 15:30 Uhr war dann eigentlich fast nur eine Aufwärtsbewegung bis 21 Uhr, ja, Punkt fast, ja, Punkt 21 Uhr war dann das Hoch erreicht und dann gab es eine kleinere Verkaufswelle. Aber das schauen wir jetzt auch im Index an, beziehungsweise der S&P habe ich am Freitag mit Unsicherheiten deklariert, ja, eine größere Analyse geschrieben. Hier war da eben dazu der Chart. Und hier ist mal wieder das passiert, was letzte Woche oder beziehungsweise vor 2, 3 Wochen im Nasdaq passiert ist. Ja, diese Kaufzone wurde jetzt eben nur vorbörslich touchiert, beziehungsweise fast exakt hier an meinem Daily Widerstand gab es die Trendwende. Da das aber jetzt wieder nur, erstens war ich ja eh nicht am Rechnen und zweitens eben nur wieder im Future-Bereich eben vorlag, dieser Down-Move. Wie man hier sieht, Parkettbörse wurde das Tief sowieso nicht unterschritten. Ja, gab es hier eine sehr bullische Tageskerze. Ob jetzt hier wirklich schon wieder die Bewegung, die Korrekturbewegung jetzt zu Ende ist und das der erste Aufwärtsimpuls könnte sein, werden wir dann morgen näher begutachten und schauen eben, was dann die europäischen Märkte nach dem langen Wochenende machen werden. Zu den beiden anderen, die gingen zum Gold und zum Silberpreis, kann man so weit sagen, dass es heute Morgen, schalten wir ja auch in den 4-Stunden-Chart. Ja, bis 12, bis 16 Uhr gab es eine Aufwärtsbewegung und dann gab es eben mit dem Reversal US-Börsen eben einen Abverkauf. Sowas gab es eben in Gold auch und da sieht die Tageskerze ja unschöner aus. Also fast die 1290er Marke erreicht und geschlossen dann 1275. Hier bleibt oder beziehungsweise die Position ist jetzt hier halt noch im Depot, muss man aber eben schauen, dass man hier jetzt dann mit dieser Umkehrkerze nicht doch noch das zweite Kauflimit daneben trifft. Und hier werde ich das morgen, ja, aber erst eben morgen im Handelsverlauf, wenn die europäischen Börsen aufhaben, hier vielleicht den Stopp auf die 1270 legen. Und ja, im Prinzip spätestens sollte man da echt hier, das Kauflimit war ja fast am absoluten Tief. Und ja, dass hier nichts mehr passiert, auf Einstand hochziehen bzw. leicht in den Gewinn ziehen wäre eigentlich fast das Sinnvollste oder eben noch enger nachziehen. Das war es jetzt kurz. Ja, man kann ja hier auf den DAX noch einen Blick werfen. Würde ja zwar das Tief jetzt hier unterschritten an dem einen Tag, ist man ja ausgestoppt worden, aber hier die fette Unterstützung bzw. das Tief hat ja haben die Marktteilnehmer ja verteidigt und ja, im
nachbörslichen Handel, beziehungsweise halt im CFD-Bereich dürfte der Index eben auch bei 9.900, ich schaue gerade mal, kleinen Moment, bei 9.950 steht da. Also hier ist etwa auf dem Schlusskurs. Dürfte wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, wenn jetzt die US-Futures und Asien nicht besonders negativ eröffnen bzw. handeln, dann dürfte es morgen mit einem Aufwärtsgap vielleicht direkt wieder hier über die Rainbow-Oberkante gappen und dann Richtung 10.150 ansteigen. Nur so mein Gedanke erstmal, aber morgen früh gibt es dann mehr davon. Danke fürs Zuhören bzw. zum Abhören und man sieht sich dann morgen.